Okay, danke. Ja, herzlich willkommen zum Vortrag zum MapFish Framework. Ich möchte in diesem Vortrag nicht nur das Framework kurz vorstellen, sondern dann auch einige Beispiele geben und spezifisch auf das Projekt GeoMapFish eingehen, das sich aus MapFish heraus entwickelt hat und das eigentlich ein vollumfängliches WebGIS mittlerweile darstellt. Ja, ich werde dann ein paar Demos hoffentlich noch machen und am Schluss einen Ausblick geben über die nächsten Entwicklungen. Ja, ich denke, ich überspringe mal den Werbeblock. Ich bin Elisabeth Loy, Projektleiterin bei Camp2Camp. Wir sind stark in das MapFish-Framework involviert und daher habe ich mich da bereit erklärt, darüber zu sprechen. Ja, was ist MapFish? Das ist zuallererst ein WebGIS-Framework. Das heißt, es gibt den Rahmen für eine Entwicklung eines WebGIS. Es ist noch nicht ein vollumfängliches WebGIS, sondern es gibt die Struktur vor, es gibt eine Auswahl von Komponenten vor, die da eingebunden und weiterentwickelt werden können. Komponenten, effektiv, es ist sehr stark darauf basiert. Es gibt auch eine große Freiheit, die ja immer über die APIs dann angesprochen werden können. Das sind auf der Serverseite zum einen einige Komponenten in Pylons, Python oder mit dem Pyramid Framework, also in Python geschrieben, in Ruby oder auch in PHP und eine Java-Komponente, das MapFish Print oder auch andere Programmbibliotheken wie GeoAlchemy, Shapely, iText für die Generierung des PDFs beim Print und so weiter. Auf der Client-Seite sind die Libraries Geoext mit OpenLayers und XJS 3. Also OpenLayers 2 und XJS 3. Genau, das ist so ein bisschen die Übersicht. Grundsätzlich, das Framework ist vollständig Open Source mit der BSD-Lizenz und es ist ein anerkanntes OSGEA-Projekt seit ein paar Jahren bereits schon. Ja, die Architektur, ich habe bereits ein wenig über die Komponenten gesprochen. Ich möchte trotzdem noch kurz die Architektur zeigen. Diese Serverkomponenten sprechen mit dem Client über das MapFish-REST-Protokoll, über die mit den Methoden Post, Get, Put und Delete, die klassischen REST-Methoden. Und die Serverseite gibt ein JSON oder auch ein GeoJSON zurück. Daneben ist es auch möglich, zahlreiche OGC-Protokolle zu konsumieren, darunter WMS, WMS, WMTS für die Tiles. Oder auch WFS, Web Feature Service. Das wird alles unterstützt. Ja, eine kleine Übersicht, wie das aussehen könnte. Das ist eine ganz simple Demo-Applikation auf mapfish.org, wo man ja, Punkte setzen kann. Man kann Informationen zu Punkten aufrufen, hier Restaurants. Oder eben auch die Punkte editieren. Diese Struktur in diesem Pop-up wird aus der Datenbank ausgelesen. Das heißt, je nachdem, wie viele Felder da zur Verfügung stehen in der Tabelle, werden dann auch diese zur Eingabe aufgeführt im Interface. Und es ist auch möglich zu suchen, zu drucken mit dem MapFish Print. Das ist so die ganz einfache Basic Demo-Applikation, aber mit der Zeit entstanden daraus mehrere Projekte. Es gibt sehr viele Projekte, auch ganz ja, weltweit gibt es einige Projekte, zum Beispiel in Spanien, Deutschland und so weiter. Aber ich möchte einfach zwei Projekte kurz vorstellen und dann auf das dritte noch genauer eingehen, wie schon versprochen, auf das GeoMapFish-Projekt, das ein wenig
komplexer und generischer ist als die zwei ersten. Ja, das erste ist der Plan für den Campus der Technischen Universität in Lausanne. Jetzt muss ich mal schauen, ob das funktioniert. Hier wird den interessierten Personen gezeigt, wo sie was finden können. Das heißt, genau, ich kann hier da ein wenig hineinzoomen. Es wird dann eine Hintergrundkarte aus einem Gemisch von eigenen Daten vom Campus und von OpenStreetMap zur Verfügung gestellt, damit auch die Umgebung einigermaßen ausgefüllt ist oder ja einen gewissen Kontext gegeben ist dazu. Ja, man kann suchen nach Gebäuden, man kann auch Informationen aufrufen über verschiedene Points of Interest. Was aber auch recht speziell ist, ist, dass man ab einer gewissen Zoom-Stufe die verschiedenen Stockwerke anzeigen kann. Das heißt, man sieht dann, ja, was gibt es hier im Gebäude drin? Zum Beispiel hier sieht man, ja, es gibt hier noch Wege oder Gänge dadurch. Und dann irgendwann kommen noch Zimmer sogar, wo man die Büros sieht und so auch noch nach Personen suchen kann. Und dann irgendwann in der Minus 1 kommt dann irgendwann eine Garage noch. Ja, genau. Und mit dieser Unterstützung von den verschiedenen Stockwerken ist es auch möglich, ein Fußgängerrouting zu machen. Das heißt, ich kann hier eingeben, dass ich von der Metro zu einem Büro oder einem Bürogebäude gehen möchte. Dann gibt es hier noch verschiedene Möglichkeiten. Ich wähle jetzt die Metrostation der EPFL aus und sehe hier, dass ich anfange bei A und dann gewisse Treppen hochsteigen muss, dann darüber laufen und dann wieder eine Treppe runter. Ja, es gibt noch weitere Funktionen wie Drucken, Messen und so weiter. Eine weitere Applikation, welche mit Mapfish realisiert wurde, ist das Portal Schweizmobil. Schweizmobil ist eine Stiftung für die Förderung des Langsamverkehrs in der Schweiz. Das ist vor allem der Verkehr, der noch ein wenig Muskelkraft braucht. Das heißt, sie publizieren Wanderwege, Wandervorschläge und auch Fahrradrouten in der ganzen Schweiz. Oder auch Mountainbiker und Skatingrouten und sogar auch Kanu-Wege, wo man mit dem Kanu eine Strecke fahren kann. Hier wurde wirklich das Mapfish-Framework ausgereizt eigentlich und sehr weit ausgebaut. Das heißt, eingeloggte Benutzer können auch Tracks zeichnen, sich eigene Punkte erstellen und für diese Punkte Fotos heraufladen. Zum Beispiel, wenn Sie dort vorbeikommen und sagen, es war eine besonders schöne Aussicht, dann laden Sie dort ein Foto hoch und können das dann auch ausdrucken mit der Beschreibung dazu oder können auch ein Höhenprofil anzeigen lassen und drucken. Ja, genau, so kann das aussehen. Und wenn ich dann zum Beispiel über dieses Höhenprofil fahre, sehe ich auch gerade, wo ist denn wirklich dieser Punkt, den ich da im Höhenprofil sehe. Genau, das zu den zwei ersten Beispielen und jetzt vielleicht noch ein wenig ausführlicher über GeoMapFish. GeoMapFish ist ein Projekt, das entstanden ist aus Bedürfnissen von verschiedenen Kantonen und Gemeinden oder Gemeindeverbänden in der Schweiz.
und ein Teil auch in Frankreich. Das ist ein generisches WebGIS, aber nicht mehr ein Framework, sondern wirklich ein WebGIS, welches die Funktionalitäten bereits entwickelt hat. Es setzt sich zusammen aus diesem oberen Banner, welches konfiguriert werden kann mit dem eigenen Bild oder mit der eigenen Institution. Und dann einigen Tools in dieser Leiste oder auch im Sidepanel und vor allem einem großen Kartenfenster mit einer sehr performanten Open Layers 2 Applikation. Ja, wie bereits gesagt, es ist ein generisches WebGIS. Es ist sehr stark Plugin-basiert. Das heißt, auf der Client-Seite gibt es eine große Auswahl von Plugins, die mit einem einfachen JSON-Code eingebunden werden können und konfiguriert werden können. Auf der Serverseite gibt es verschiedene Web-Services, die aktiviert werden können. Und dadurch ist es sehr stark anpassbar und erweiterbar, auch wenn zusätzliche Komponenten oder Web-Services dazu programmiert werden sollen. Und die zahlreichen Funktionalitäten sind vor allem auch der Usergruppe zu verdanken, die dieses aktiv benutzt und wo recht viel geht im Moment und recht viel neue Features dazukommen. Und ganz wichtig, es ist vollständig Open Source. Ich werde ganz am Schluss noch einen Slide einblenden mit den wichtigsten Links, einfach so zum Vormerken. Das können Sie dann sich genauer anschauen. Ja, das konfigurierbare Interface habe ich bereits ein wenig erwähnt. Grundsätzlich, wenn man das zuerst mal herunterlädt, dann kommt es ungefähr so daher. Ich zweifle, dass es das CantoCamp-Logo hat, wahrscheinlich nicht, aber das habe ich jetzt noch rein, ist noch in der Demo-Applikation drin. Aber grundsätzlich gibt es dieses Sidepanel eben mit einem Layer-Tree und einer Themenauswahl und es können dann auch noch weitere Sidepanels hier hinzugefügt werden oder neue Funktionalitäten hier. Es kann aber auch anders aussehen, zum Beispiel beim Kanton Basel Landschaft im Nordwesten der Schweiz. Sie haben dies ein wenig anders konfiguriert, indem Sie das Banner natürlich ausgewechselt haben, aber Sie haben da auch Funktionen dazugefügt und zum Beispiel die Auswahl des Hintergrundlayers verschoben und dann entschieden, dass Sie eine Overview-Karte anzeigen möchten und so weiter. Da ist also sehr vieles möglich. Der Kanton Neuchâtel hingegen hat auch recht anders gemacht. Sie haben sich entschieden, eigene Icons zu entwerfen oder diese eigenen Icons einzubauen und haben auch das Suchfenster verschoben und der Themenbaum wird direkt mit einem Thema angezeigt. Ja, noch ein drittes, das ist auch recht ähnlich, wieder mit einem anderen Design ein wenig. Genau. Ja, die Funktionalitäten. Was ist möglich mit diesem WebGIS? Es gibt eine lange Liste. Ich bin mir nicht mal sicher, ob die wirklich komplett ist. Da müsstet ihr am besten dann bei der Dokumentation für für die JavaScript-Library nachschauen, für das CGXP. Aber ich möchte vielleicht einfach zwei, drei noch kurz zeigen. Ich hoffe, es funktioniert. Jawohl, okay. Also, wir sind hier in Montpellier, im Süden von Frankreich. Ah, jetzt sind wir ziemlich weit außen. Hoppla, genau. Gut, wir sind wieder gekommen. Okay, und wie gesagt, es gibt verschiedene Themen, die so über schöne Themenplaketten auswählbar sind. Diese enthalten dann die Layer, das ist pro Unterlayer
ist dies eine WMS-Abfrage, die gemacht wird. Und jetzt kann ich aber auch eine WFS-Abfrage mit einer Bounding Box starten und erhalte dann das Resultat in einem Grid unterhalb der Karte. Ich kann dieses dann auch zum Beispiel als CSV exportieren oder darauf selektieren. Ich könnte dann auch irgendeinen Webservice bauen, der vielleicht noch etwas anderes macht. Also da gibt es auch sehr viele Möglichkeiten, weiterzugehen. Was gibt es sonst noch? Es gibt ein Profiltool, ganz ähnlich wie bei Schweizmobil. Hier ist aber der Vorteil, dass das Profiltool ohne irgendein Plugin auskommt. Das ist eine JavaScript-Digraphs-Implementation. Und es funktioniert aber ganz einfach. Ich kann da eine Abfrage machen und dann sagen, es soll mir das Profil ausgeben. In diesem Fall haben wir es recht überhöht, weil Montpellier hat ein paar Hügel, aber nicht extrem viel. Und da sehe ich dann wieder, wo ich durchfahre. Ich sehe genau, ja, wo ist das genau auf der Karte? Wie sieht das aus? Und ich kann das auch exportieren als CSV. Ja, es gibt eine Legende, man kann auch zeichnen, aber ich denke, das haben wir in den anderen Vorträgen auch schon gesehen. Und es gibt eine Volltextsuche. Ich zum Beispiel dann gerade die Vorschläge erhalte und das entsprechende Element gerade darauf zentriert wird. Genau. Ja, das ist so ungefähr die Funktionalitäten, die relativ visuell zu erklären sind, was aber doch vielleicht ein bisschen komplexer ist das ganze rechte Konzept. Wir haben einen Security Layer drin mit einem Proxy, welches die Daten filtert, je nachdem, welche Rollen dazu berechtigt sind, diese Daten zu finden. Und das heißt, die Daten werden nicht nur pro Layer gefiltert. Je nachdem, wie man eingeloggt ist, sieht man mehr oder weniger Themen zum Beispiel, sondern man kann auch nach Gebieten bestimmen, dass zum Beispiel der Benutzer von Berlin sieht nur das Gebiet von Berlin oder der Benutzer von Köln sieht nur das Gebiet von Köln. Das ist sehr wohl auch möglich. Genau. Ja, neben den vielen Funktionalitäten gibt es auch noch weitere Interfaces. Wir haben das Hauptinterface gesehen, das einfach mal als ein Vorschlag vorhanden ist oder konfiguriert ist. Was auch möglich ist, ist eigene Interfaces zu erstellen, zum Beispiel zu sagen, ja, man möchte lieber ein einfaches, beschränktes Interface für das große Publikum oder ein eher komplexeres, vollständiges Interface für einen GIS-Experten, der dann weitere Analysen machen möchte oder zum Beispiel auch Daten editieren möchte. Das ist ein weiteres dieser Interfaces, dass man Daten direkt im Portal in die Datenbank dann wieder zurückschreiben kann, zeichnen und die Attribute ausfüllen und dann wird es in die Datenbank zurückgespielt. Ein Interface oder ein Pseudo-Interface ist das API. Mit diesem ist es möglich, Karten auf ganz einfache Art und Weise in andere Webseiten einzubinden. Das heißt, ich habe bereits meine Layers konfiguriert im GeoMapFish, ich habe meinen Hintergrundlayer und so weiter. Und dann möchte ich diese Karte vielleicht irgendwie als eine kleine Übersichtskarte mit einem Feature herausgehoben oder mit einem Punkt, mit einem Marker herausgehoben, in eine andere Webseite einbinden.
Und das ist mit diesem API sehr einfach zu machen und auch sehr einfach zu kommunizieren für externe Partner zum Beispiel oder für andere Services oder andere Stellen in einem Kanton oder in einer Verwaltung. So wird es eigentlich am häufigsten eingesetzt. Ein weiteres Interface oder eine weitere Applikation ist die mobile Version, die ein wenig ein aufgeräumteres Interface hat. Eine einfache Bedienung auch, um mit den Daumen wirklich die Buttons zu treffen. Es bietet aber auch eine Suche und einige Funktionen zur Auswahl und zur Abfrage von Features, sowie eine Messfunktion und natürlich eine Geolocalization, um wirklich dann den Vorteil vom Mobilen zu nutzen. Ja, jetzt muss ich ein bisschen schneller machen, aber es gibt auch noch seit Neuestem gibt es ein Routing sogar noch, welches auf OSRM basiert, auf den OSM-Daten mit dem OSRM-Routing-Algorithmus. Sicher auch ein spannendes Tool, das jetzt mehr und mehr eingesetzt wird. Und da komme ich bereits zu den Neuerungen. Was gab es jetzt neu mit dem Release 1.4 von GeoMapFish? Zum einen gibt es jetzt neu eine Integration des WMS-Time-Protokolls. Das ist eine zeitabhängige WMS-Abfrage eigentlich. Und auf der Client-Seite heißt das, dass es einen Slider gibt, welcher erlaubt, zwischen verschiedenen Zeitständen zu wechseln und dann je nachdem eine andere WMS-Abfrage auszulösen. Oder auch einen gewissen Zeitbereich anzugeben. Ein nächster Schritt wäre dann vielleicht noch einen Player zu machen, der dann einen Kreis macht, also immer wieder wiederholt. Das kommt vielleicht dann nochmal noch. Ja, dann gab es Verbesserungen zum Kurzlink und den Kartenkontext. Das Routing habe ich bereits erwähnt. Und einige Verbesserungen, zum Beispiel die Auswahl der Themen wurde verbessert für die mobile Applikation. Hier werde ich nicht viel sagen, außer dass es ein bisschen die Architektur ein bisschen erweitert wurde und zum Beispiel auf der Client-Seite CGXP dazugekommen ist und Zenshot Touch für die mobile Applikation. Aber grundsätzlich ist es das gleiche Prinzip, das gleiche Framework. Mit GeoMapFish werden auch weitere Komponenten, wie gesagt, integriert oder gebraucht. Diese werden einfach vorgeschlagen. Man kann natürlich auch ohne die leben, aber ich dachte, mir sind doch noch spannende Ansätze, die ich kurz einfach erklären möchte. Zum Beispiel das Deploy, das ist ein Skriptprogramm, welches erlaubt, die Applikation von einem Server auf einen oder mehrere andere Server mit einem ganz einfachen Befehl zu übertragen. Dann ist es effektiv möglich, weil das alles OGC standardisiert ist, einen anderen Backend zu brauchen. Wir brauchen häufig Map-Server, aber es ist natürlich auch möglich, andere OGC-Kartendienste zu verwenden. Und genauso mit der Datenbankanbindung. Grundsätzlich ist es Postgres, PostGIS, aber andere Datenbanken, auch proprietäre, könnten durchaus verwendet werden. Das Authentification-System habe ich bereits ein wenig erwähnt. Die Autorisation wird von MapFish gemacht, aber die Authentification, die kann auch ausgelagert werden in ein Single Sign-On-System oder zum Beispiel an ein LDAP angebunden werden oder an ein anderes System. In der GeoMapFish-Applikation wird häufig die Hintergrundinformation oder der Kartenkontext mit Teils dargestellt. Dies, weil es häufig die Karte ist, die der Nutzer zuallererst sieht
und die er möglichst schnell auch sehen möchte, weil er zuerst mal wissen will, wo ist er überhaupt, wo er sich orientieren möchte, habe ich jetzt zu viel gezoomt oder zu wenig. Und daher sind wir ein starker Verfechter, oder die Geomap Fish Application ist auf jeden Fall recht stark darin, die Daten zu kacheln. Und dazu gibt es das sehr umfangreiche Tool TileCloud Chain mit den sehr vielen Möglichkeiten, von wohin werden die Daten geschrieben, wohin werden die Kacheln erzeugt und so weiter bietet. Und zuletzt ist es auch noch möglich, verschiedene REST-Services selbst zu entwickeln oder auch Python-Webdienste oder auf der Client-Seite natürlich auch. Aber das habe ich schon gesehen. Du müsstest so langsam zum Ende kommen. Danke. Ja, ich mache noch das letzte Slide. Die Beispiele lasse ich aus, weil das ist nur Text. Ausblick. Und zwar ganz kurz, Mapfish Print wird sehr weit verbreitet gebraucht. Im Moment ist eine Erweiterung oder eine neue Version in Diskussion, wo wir wahrscheinlich, oder wo die Leute, die das entwickeln, wahrscheinlich auf Jasper Reports setzen werden. Dies auch, weil es eine sehr umfangreiche Library ist und dann auch erlaubt, Reports zu schreiben mit verschiedenen attributiven Informationen. Ein anderes Thema ist Cyber Geo Administration. Das heißt, Formulare mit einer geografischen Komponente aufbauen. Und ein auch sehr aktives Thema ist das GeoMapFish in Verbindung mit QGIS. Das heißt, in QGIS wird konfiguriert und über GeoMapFish dann publiziert. Das sind so ein bisschen die Stichworte. Dann ist das versprochene Slide noch. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Wechsle gerade wieder zurück zum Slide mit den Links und bin froh, noch Fragen zu beantworten. Genau, wunderbar, schönen Dank. Ich glaube, das mit den Fragen, also eine ganz schnelle wäre noch möglich, da außen einmal ganz schnell und vielleicht kann der nächste Redner schon mal hochkommen und Sie können auch gerne schon mal reinkommen. Das Mapfish Print, ist das eine Standalone-Lösung oder ist das in GeoMapFish integriert? Es ist in GeoMapFish integriert, kann aber auch als Standalone gebraucht werden. Es ist nicht unbedingt nötig, dies zusammenzubringen. Also ich denke, ihr habt hier ja auch einen Stand, falls noch Fragen sind, genau. Kommen Sie zum Camp-to-Camp-Stand, da werden Sie bei Mapfish dann alle Fragen beantwortet wissen.